Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Biografie Dead by Daylight für die Charaktere der Überlebenden. Heute schauen wir uns William Bill Overbeck ein bisschen genauer an. Der liebe Bill, ich nenne ihn gerne auch Opi, der bringt drei lernbare Perks mit. Das erste ist zurückgelassen, geliehene Zeit und unbeugsam. Zurückgelassen, du erledigst den Job, egal zu welchem Preis. Wenn du der letzte Überlebende in einer Runde bist, erhältst du für jeden noch zu reparierenden Generator einen Bonus von 19% auf die Reparaturgeschwindigkeit. Geliehene Zeit. Du erhältst unerwartete Energie, wenn du einen Verbündeten im Terrorradius des Killers von einem Haken rettest. Einmal pro Spiel, und zwar für 15 Sekunden, nachdem du einen Überlebenden im Terrorradius des Killers von einem Haken gerettet hast, löst jeder Schaden, der dich oder den geretteten Überlebenden in den Todesstatus versetzen würde, stattdessen einen Ausbluten-Timer von 15 Sekunden aus. Erleidest du Schaden, während der Ausbluten-Timer aktiv ist oder läuft der Timer ab, wirst du in den Todesstatus versetzt. Unbeugsam. In vergangenen Gefechten hast du so einiges über das Überleben gelernt. Gewährt die Fähigkeit, dich einmal pro Runde vollständig von einem Todesstatus zu erholen. Beschleunigt Todeserholung um 15%. Die drei Perks von Bill. Bei zurückgelassen. Naja. Ich verwende es nicht, weil meine Überlegung eigentlich ist, muss man ein bisschen abwägen. Habe ich ja auch in den vorherigen Folgen schon gesagt und so erwähne ich auch immer und immer wieder. Ihr müsst einfach immer abwägen, wie oft kommt dieses Perk zum Einsatz. Ihr seid wirklich so eingeschränkt. Es gibt so viele gute Perks, wo man wirklich gut überlegen muss, welche platziere ich in meine Perk-Slots, die mir was nutzen, ohne dass ich vielleicht bei jeder Runde irgendwie was wieder hin und her schieben muss. Und ihr wisst ja nie, welche Map. Ihr wisst nie, welchen Killer. Und genau das ist für mich auch so ein Perk, abzuwägen, ja, bin ich denn, sagen wir, 8 oder 9 von 10 Runden wirklich immer alleine dann auf der Map, der letzte Überlebende? Und muss ich noch Gens machen? Und wenn ich der letzte Überlebende, mache ich überhaupt Gens? Dann bringt es mir nichts, weil wenn ich jetzt die letzte bin, die am Leben ist und jetzt im Normalfall sind mindestens 2 Gens gemacht, sprich, habe ich die Chance auf die Luke, bin ich ja nicht so bescheuert und mache mich an die Gens ran, wo ich mich wahrscheinlich noch, weil ich nervös werde, durch einen verkackten Skill-Check verrate, sondern ich suche die Luke. Deswegen ist für mich dieses Perk nicht brauchbar in dem Sinne, weil die Chance, dass dies zutrifft, eher sehr, sehr gering ist, eher selten. Also ich habe es praktisch nie, dass ich dann noch die Letzte bin und dann irgendwie noch wirklich darauf angewiesen bin, irgendwelche Gens zu reparieren. Außer der Killer campt natürlich bei der Luke und dann mache ich da ab und zu auch für noch ein paar Punkte zu holen, aber meistens geht das ja auch schief. Und nee, für mich ist so ein bisschen ein Platzhalter-Perk, dass wenig zum Einsatz kommt, das spielt auch keine Rolle, wie gut man spielt. Ich finde es, nee, also ich, das ist meine persönliche Meinung, also ich finde es absolut schade, einen Perk-Slot für dieses Perk zu verwenden, weil es zu wenig oft gebraucht wird. Bei geliehener Zeit sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich finde dieses Perk sehr, sehr, sehr stark, gerade wenn man mit Freunden zusammen spielt. Weil die Absprache miteinander natürlich da auch besser läuft und dieses Perk, gerade wenn wir oft zusammenspielen mit CCGE zum Beispiel, hat oftmals irgendjemand dieses Perk dabei. Da sprechen wir uns auch ab, weil das kommt sehr, sehr viel zum Einsatz. Man wagt natürlich auch mehr, wenn man wirklich mit Freunden zusammen zockt, noch auf TS miteinander quatscht und da ist man auch so ein bisschen mutiger, solche Aktionen durchzuführen, dass man da irgendwie kurzerhand noch einen Kumpel vom Haken rettet und dann ist natürlich geliehene Zeit wirklich ein sehr starkes Perk. Also wirklich auch zu empfehlen, gerade wenn ihr mit Freunden spielt. Dasselbe gilt eigentlich für unbeugsam, damit ihr wieder aufstehen könnt, selbst wenn ihr mal liegt. Unbeugsam benutze ich persönlich hin und wieder, wenn ich mit Freunden spiele, eigentlich genauso wie geliehene Zeit. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich sag mal, alleine spielt, die Wahrscheinlichkeit, dass euch ein Killer liegen lässt,
ist sehr gering. Und da sind wir wieder beim Punkt 1, den ich auch angesprochen hatte. Man muss abwägen, lohnt es sich für ein- oder zweimal in 10 Runden, wenn dieses Perk wirklich zum Einsatz kommt, einen Perkslot zu verschwenden. Und ich muss mich da nicht wiederholen, das ist auch bei unbeugsam meine Meinung. Ich sage unbeugsam in einer Gruppe Survival with Friends auf jeden Fall super, wenn das der ein oder andere dabei hat. Oder man selbst natürlich. Aber ansonsten benutze ich persönlich das nicht. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie kam der Bill Overbeck eigentlich zu Dead by Daylight? Nach 2 Einsätzen in Vietnam, einer Handvoll Medaillen, einem Knie voller Granatsplitter und einer ehrenhaften Entlassung beendete William Bill Overbeck seine Karriere als Soldat und versuchte ein friedliches Leben zu leben. Und er hasste es. Jahrzehntelang wechselte Bill von einem miesen Job zum nächsten. Dann unterzog er sich einer Routineoperation und erwachte schließlich, nur um zu erkennen, dass die Welt, so wie er sie kannte, nicht mehr existierte. Eine Seuche verwandelte gewöhnliche Menschen in stumpfsinnige Tötungsmaschinen. Natürlich kämpfte er sich zuallererst seinen Weg nach Hause und zog seine Uniform an. Auf dem Weg durch verlassene Dörfer und tiefschwarze Wälder stieß er auf andere Überlebende und zusammen flohen sie vor der infizierten Horde. Am Ende opferte Bill sich, um sie zu retten. Seine Leiche wurde nie gefunden. Bill wurde dem Tod überlassen. Niemand weiß, dass er immer noch das Einzige hat, das er je wollte. Einen Feind, den er bekämpfen kann. Ja, das zu Bill Overbeck und seinen Weg zu Dead by Daylight. Ich freue mich auf Kommentare, eure Meinungen zu Bills 3 Perks, die er mitbringt, was ihr davon haltet, welches ihr benutzt. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge von den Biografien von Dead by Daylight. Bis dann. Tschüss.